Mein Leben besteht aus Arbeit, Sport und Simracing. Ja, sagen wir, es gibt immer das tolle Vertragsthema. Und sagen wir mal, der war nicht der Beste. Und dann sind die Driving Standards so, wie sie sind dort? Alle sind unfassbar angepisst irgendwie. Ey, wem willst du denn erzählen, dass du 6000 Stunden so gefahren bist? Was soll das? Ja, es gibt immer ganz spezielle Leute. Keine Ahnung. Moinsen, Freunde der Sonne. Heute gibt es mal eine Podcast-Folge, könnte man sagen. Und das haben sich ja so ein, zwei Leute mal gewünscht, dass wir Niklas einladen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Und der wunderschöne und nette, hier ist er, Niklas Huben ist heute da. Niklas, stell dich doch mal kurz vor, bevor wir so wie letztes Mal, also nicht, dass wir das schon mal aufgenommen hätten oder so, aber wir überspringen mal nicht die Themen. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin Niklas, bin immer noch 26 Jahre alt, genau wie vorgestern. Ja, bin seit jetzt einem Jahr und 4 Monaten bei Unicorns of Love im Simracing Team. Ich denke, die einen oder anderen kennen mich von Twitch. Ich hoffe es zumindest. Ansonsten, hallo, hi, hier bin ich. Freue mich, euch kennenzulernen und ja. Das ist auch gleich der Anfang, folgt Niklas Huben. Da könnt ihr wenigstens was lernen, aber dazu kommen wir später. Diese Ironie, die gerade drin war, dass Niklas immer noch 26 ist, wir haben das vor 2 Tagen schon aufgenommen und hatten ein wirklich ganz, ganz tolles Gespräch und ich, Dulli, habe keinen Ton aufgenommen. Und jetzt bin ich eine halbe Stunde zu spät gekommen, weil ich noch ein Rennen gefahren bin und das völlig verschwitzt habe. Also ihr dürft in den Kommentaren mich jetzt mal richtig maßregeln. Aber lass uns doch mal reingehen. Niklas, du bist ja im ACC-Bereich schon einem Pro, könnte man sagen. Und das hat sich ja über die letzten Jahre quasi ergeben. Wobei das letzte Gespräch, was wir geführt haben, da hast du das ja ein bisschen ja anders beschrieben. Würdest du von dir selber sagen, dass du Pro bist? Da das ja so schön anspricht wie beim letzten Mal, ich sehe es immer noch genauso, dass es immer darauf ankommt, wie man Pro definiert. Wenn Pro das ja, höchste Level im, oder in dem höchsten Level, was wir halt erreichen können, sagen, dann ja, dann ist es ein Pro. Wenn man davon sagt, dass man davon leben kann, dann nein. Ich kenne beide Definitionen, so oder so, wie man es möchte. Okay, wie hat das denn bei dir alles so angefangen, das Ganze? Also wie bist du denn ins Simracing eingestiegen? Ja, also wenn man wirklich die ganz frühen Anfänge nehmen, dann definitiv die Zeit mit meinem Vater. Angefangen damals mit Grand Prix 4. Falls es noch irgendwer kennt, ein uralter Schinken. Grüße an die Generation 30 plus. Damals mit meinem Vater am PC. Entschuldigung. Shots gefeiert. Ja, waren beste Grüße an Christopher. Ja, danach ging es rüber zu F1 Challenge, glaube ich. Und dann GTR, GTR 2, R-Faktor, R-Faktor 2. Irgendwann dann mal eine längere Pause, in der ich mich eher um FIFA gekümmert habe. Und ja, dann bin ich irgendwie wieder zum Schutz gekommen, ey. Simracing war eigentlich ganz geil. Probier's mal einfach nochmal, neben den ganzen F1-Titeln dann ja, irgendwie bei Assetto Corsa gelandet. Und irgendwie über ganz viele Umwege dann auch bei ACC und UL. Über ganz viele Umwege hat mir gefallen. Also könnte man schon sagen, dass du, hast du schon so in deinen Zehnern bist du schon gefahren? Also so 12, 13, 14? Ach, da auf jeden Fall. Eigentlich sogar einstellig. Echt jetzt, ja? Wie hat das denn bei dir damals angefangen? Irgendwie PlayStation oder schon Computer? Nö, immer Computer. Ja, wie eben erwähnt, Grand Prix 4, damals auch mit Tastatur. War immer eine sehr lustige Experience. Und dann irgendwann, viele kennen noch die Logitech G27-Dinger oder 25. Ich komme noch von davor mit Microsoft Sidewinder. Ja, ist noch eine Generation älter. Hat das noch, war das schon USB oder war das noch so ein serieller Port? Ich glaube, es gab beide Versionen damit. Okay. Bin mir aber nicht sicher. Das ist ja auch, also ich, zu meiner Zeit, wir sind damals schon Need for Speed mit solchen Dingern gefahren und da gab es halt den seriellen Port noch dazu. Deswegen habe ich gerade gefragt, weil ich bin ja noch ein bisschen jünger als du. Warst du, wo du Tastatur gesagt hast, warst du Team AY, also Gas geben, bremsen und dann Pfeiltasten? Warst du? Damals in Grand Prix 4 war das, glaube ich, AY und Punkt und Komma waren, glaube ich, lenken. Oh, okay, das fühlt sich komisch an. Wir haben immer Pfeiltasten genommen. Hast du Ja, schon, ja. hast du auch in der Zeit schon selber geschaltet oder bist du Nee. Automatik? Ich war froh, dass ich das irgendwann geschafft habe, ohne Bremshilfe zu fahren.
aber halt als 7-Jähriger, 8-Jähriger, so in der Richtung. Ja, okay. Und wie bist du denn zu, ja, ich sag mal, dem etwas professionelleren gekommen? Also hast du denn gesagt, hey, ich kaufe mir jetzt einfach bessere Hardware und dann geht's los? Oder wie bist du da reingeschlittert? Das fängt auch wieder ein bisschen früher an. Auch für die relativ bescheidene Hardware war ich damals schon verhältnismäßig schnell und wollte eigentlich trotzdem eine Xbox oder eine PlayStation haben. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Damals zu 360 und PS3-Zeiten. Hatte aber einen Vater, der dann nicht so der Freund von war. Meinte, ey, dafür gibst du dein Geld nicht aus. Aber als es dann hieß, ich will mir Logitech E27 kaufen, was ungefähr genauso viel kostet oder sogar noch dicken mehr. Ja, kein Problem, mach mal, ist cool. Ja gut, habe ich das genommen und anschließend sehr viel Zeit da reingesteckt. Und irgendwann, ja, wenn man im jungen Alter viel Zeit irgendwo reinsteckt und Bock drauf hat, hat man scheinbar immer so diesen Beigeschmack, dass man da ziemlich gut drin werden kann. Und ja, irgendwann bin ich da so reingerutscht. Bin dann, als ich in der C eingestiegen bin, damals noch mit Patrick und Marc bei den United Sim Racern, bin ich den Demotronic Racing oder E-Racing beigetreten und sind dann in der Virtual Racing Liga gefahren, wo auch ungefähr alle Unicorns herkommen, abgesehen von Tauscher und Pfeffer. Übrigens auch noch viele andere. Grüße an Gregor Schill, Arthur Kamera, die ganze Bande. Und ja, irgendwann hieß es dann, ja, läuft ganz gut hier, aber ACC scheint die Zukunft zu sein. Lass es mal da probieren und da ist es auch international. Ich will nicht sagen explodiert, aber geht schon in die Richtung. Okay. Und was hast du bis dato, hast du bis dato irgendwas Nennenswertes für dich irgendwie gewonnen oder erreicht, bis du den Switch gemacht hast? Ich würde sagen, nö. Also ich bin immer in derselben Liga gefahren, mit der ich mit meinem Vater damals angefangen habe. Ja, und halt da, okay, die letzte Zeit in AC sind wir halt in der Virtual Racing Liga gefahren, die somit die kompetitivste Liga überhaupt war. Ich glaube, in Polen gab es noch ein ähnlich hohes Niveau, aber sonst irgendeine siehst, die Namen, die da mit waren. Falls jemand DTM eSports guckt, Grüße an Tim Jasche, der das Ding da rockt wie sonst was, der war auch dabei. Mhm. Ja, dann Leute, die jetzt iRacing-Profis sind. Ich war relativ gut dabei. Ich glaube, beste Meisterschaftsposition war Platz 6. Okay. Dafür sollte das ganz okay sein. Aber sonst eigentlich nichts Besonderes. Und alles noch am Schreibtisch, oder wie? Nee, das in diesen super quietschen und knarzenden Race-Room-Seat, falls sich da irgendwer noch dran erinnern kann. Das war auch mein erstes Gerät, was ich mir gekauft habe. Das habe ich dann nochmal zurückgeschickt und habe gesagt, nee, das geht nicht, möchte ich gerne eintauschen. Das war wild, ja. Und da bist du denn zu der Zeit, warst du noch so mit Logitech unterwegs oder hast schon was Größeres gehabt? Ja, die gute Frage ist, wann war der Umschwung? Ich glaube, kurz bevor ich den Jungs bei Rotronic beigetreten bin, war ich noch mit Logitech unterwegs. Mhm. Und ein paar Rennen davor bin ich dann zu dem good old Fanatec, als Fanatec noch gut war. Mit CSL Elite, Clubsort-Pedalen und einem V-Mobil. Mhm. Ja, und irgendwann, als die Sachen dann kaputt gingen, eine DD und dann irgendwann auch Simucube, Cube Controls. So wie der Weg hat ist. Ja. Wie ist es denn zu dem Wechsel gekommen zu ACC? War das jetzt einfach nur so, ja, das ist die Zukunft, wir gehen da jetzt rüber oder gab es da einfach mehr zu fahren als in AC beim Wechsel? Es war so, dass, ja, wir waren uns unschlüssig tatsächlich. Unsere Hauptliga war halt immer diese Virtual Racing, ja, vor allem diese 24-Stunden-Serie bzw. Endurance-Series, wo wir immer 12 und 24 Stunden drin gefahren sind. Abgesehen davon gab es gar nicht so viel zu fahren. Wir hatten dazu noch eine Sprintserie und eine Nordschleifenserie. Das ist im Endeffekt das, was wir alle 2-3 Wochen Rennen fahren. Und dann war die Frage, ACC wurde immer besser. Man konnte jetzt endlich auch mit eigenen Skins fahren, auch wenn das noch so über Hintertürchen war. Den Weg, den wir heute kennen, der war ja damals nicht unbedingt publik. Und da haben wir einfach irgendwann gesagt, komm, wir riskieren es, probieren es mal. Okay. Wie seid ihr denn eingestiegen? Also was seid ihr so als erstes gefahren damals? Ja, wie ich gehört, wir sind ganz klein eingestiegen mit dem World Cup. Natürlich. Ja, wir sind die World Cup als erste Teamserie gefahren und dazu Ravenur GT Challenge, falls das noch jemand was sagt, in der abgefahrenen Liga. Mhm. Da waren auch einige der Unicorns schon dabei und
was sind wir noch gefahren? Ja, das ein oder andere SimGrid-Event. Okay. Ja, so hat's angefangen. Wie habt ihr euch damals so geschlagen? Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, ich würde sagen, okay. Also im World Cup haben wir uns stetig verbessert, nennen wir es so. AOR sind wir auch gefahren am Anfang, ganz am Anfang. Ja. Ganz vergessen. Das war, glaube ich, so mit die erste. Ich denke, wir haben uns ganz gut geschlagen. Ich glaube, wir waren die ganze Zeit so um die Top 10 immer möglich, was für die ersten Rennen voll okay war. Dann hatten wir unser geiles Rennen auf Kialami, wo Patrick nicht mitfahren konnte. Ich weiß gar nicht mehr warum. Und wir brauchten dringend einen dritten Fahrer als Ersatz, weil es ein 12-Stunden-Rennen war. Ich glaube, an das Rennen kann sich auch noch gut erinnern. Mhm. Zeigt gleich ein anderes Rennen, Nief. Ja, auf einmal sind wir Dritter gewesen. Und ja, das war so, wo man zum ersten Mal sagen konnte, ey, wir sind auch ganz vorne mal mit dabei. Okay. Und von da an, wie habt ihr, also wie bist du denn zu dem Teamwechsel gekommen? Also du bist ja jetzt wahrscheinlich, du bist ja heute nicht mehr da, wo du bist. Also wurdest du entdeckt? Gab es irgendwie Talentscouts, die an der Seite standen und gesagt haben, das ist er, den brauchen wir? Oder wie war dein weiterer Weg da? Ich glaube, im Endeffekt war die Serie, die es mehr oder weniger entschieden hat, damals bei der Sim Expo gab es Qualifier-Rennen, zwei Stück, einmal auf Spa, einmal auf Imola. Und da ich im selben Auto relativ gut mit meinen guten Freunden Tobi und Dennis mithalten konnte, die damals bei GTWR waren, kam dann irgendwann deren Teammanager George auf mich zu. Und ja, dann ging das eigentlich relativ schnell nach diesen Rennen. Und ich glaube auch direkt nach der Expo war ich dann bei GTWR, dem damals vermutlich größten und besten Team. Zumindest noch für 2-3 Monate danach. Für mindestens 2-3 Monate. Du ziehst du die Augenbrauen hoch. Ist da irgendwie was danach passiert? Also ist das Team zerbrochen oder? Ja, könnte man so sagen. Also es war eigentlich ein unfassbar geiles Team. Bin dorthin gegangen mit dem Ziel zu lernen von dem Besten. Hatte als voraussichtliche Teamkollegen Jordan, Giorgio, Dennis und Tobi war so halb in R-Faktor unterwegs für RHG schon. Ist dann aber auch irgendwie wieder zurückgekommen. Und das wäre einfach ein Banger-Team. Also ich glaube, von besseren Leuten kannst du kaum lernen zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, dann ist es so gekommen, dass Jordan und Giorgio sich in Richtung Lamborghini verzogen haben. Giorgio immer noch als unser Teammanager auftrat, aber dennoch im Endeffekt im Rennbetrieb nichts mit uns zu tun hatte. Und ja, Dennis und Tobi bekanntlich zu UL abgewandert sind. Und ja, da war ich dann eigentlich alleine da. Okay. Ist dir jetzt gerade, wo du das erzählst, so kommt dir das auch so vor, als wenn wir gerade einfach so ein Jahr besprechen, aber das so eigentlich doch eine längere Etappe ist? Gut, genau genommen haben wir gerade 3 Monate besprochen. Es kommt mir persönlich gerade, wenn wir darüber sprechen, kommt mir das so vor, als wäre es irgendwie gerade gestern gewesen, so vor einem Jahr oder so. Bei dir nicht? Nee, zum Glück nicht. Okay, mir kommt das irgendwie so vor. Aber gut. Aber was war denn jetzt, als du alleine da warst? Also konntest du nicht raus oder wechseln? Wie läuft das da? Also wie kann man sich das vorstellen? Ist man auf dem Transfermarkt? Also wie bei, keine Ahnung, bei Sport, dass die Leute dich dann einkaufen oder? Ja, sagen wir, es gibt immer das tolle Vertragsthema. Und sagen wir mal, der war nicht der Beste. Blauäugiger Trottel, wie ich damals war, habt ihr unterschrieben mit der Hoffnung, ja, ist immer noch ein geiles Team und von den Leuten, die da sind, kann ich absolut viel lernen. Und plötzlich waren sie halt alle weg. Und ich konnte nicht mehr weg, aber alle anderen waren weg. Okay. Und also, kurz gesagt. Was hast du dann gemacht? Also, wurde Team wieder aufgefüllt? Oder bist du quasi alleine gefahren? Das Team wurde natürlich wieder aufgefüllt. Im Endeffekt waren meine Teammates dann Luke Whitehead, den inzwischen auch so ziemlich jeder kennt, Amir. Grüße an sein Toaster-Mikrofon. Ich glaube, das Meme kennt inzwischen auch noch jeder. Andrea. Ich glaube, gegen ihn habe ich am wenigsten zu sagen. Der war vorher da. Ist unfassbar geiler Typ. Ist nicht unbedingt der Schnellste, aber trotzdem unfassbar geiler Typ. Mhm. Später kam noch Wojtech Fiala dazu, als er gerade mit ACC angefangen hat. Das war so unser, in Anführungszeichen, Liner. Okay. Und das war jetzt so, das, was du erzählt hast, waren jetzt 3 Monate. Das war von, ja, sagen wir November an bis
Dann sind wir ja erstmal Simgrid Endurance Cup gefahren, bin ich noch mit Jordan und Dennis zusammengefahren, die wir auch übrigens grandios gewonnen haben. Ich glaube, wir sind nie schlechter als Dritter gewesen, haben die ganze Serie mehr oder weniger dominiert und dachte, geil, Westpiste am richtigen Ort, hier kannst du richtig viel reißen. ja. Oh, wow. Ich glaube, ja, das war dann halt unser Line-Up, was dann zu SRO Endurance feststand. Das war, glaube ich, April. Du hast echt schon ein bisschen in die Scheiße gegriffen, oder? Du warst immer so der gebeutelte Hund am Ende, der so zurückgelassen wurde. Ja, gut. Im Endeffekt bin ich selber schuld, aber ja, ist eine Erfahrung, hat mich in irgendeiner Weise doch weitergebracht. Ja, jetzt bin ich zwar immer noch der alte Sack im Team, aber... Wie? 26 hast du gesagt, ja? Ja. Und damit bist du der alte Sack? Ja, ich glaube, unter den Fahrern ist nur Basti älter und der ist auch nur ein paar Monate älter. Ansonsten ist, glaube ich, der nächstälteste Fahrer 22? 21? Michi ist vor nicht allzu langer Zeit erst 18 geworden. Tobi das Gleiche. Stimmt, die waren ja so jung. Abgefahren. Mhm. Wie ist es denn? Also gut, spulen wir mal nicht. Ich merke mir das mal. Spulen wir jetzt mal wieder an die Stelle zurück. Also, ihr habt euch dann wieder quasi neu gefunden. Und da sind wir ja schon, in welchem Jahr sind wir? 21, 22? Oder sogar schon 23? Nee, 21. 22? Inwiefern meinst du jetzt gefunden? Nein, das, wo Luke dazugekommen ist und ihr das quasi neu gemacht habt. Das war 22. 22, ja. Damit, mit dem Team wart ihr doch sogar noch auf der Expo damals, oder? Ja, im Dezember. Ja, okay. Und wie ist das denn von dort deine nächste Station gewesen? Ja, dann war direkt meine nächste Station UL. Also der Kontakt war ja schon durchgehend da. Wir kennen uns Ewigkeiten. Ich habe auch gefühlt während meiner Zeit bei GTWR, abgesehen vom Rennenfahren, mehr mit den UL-Jungs gemacht als mit den Jungs von GTWR. Und irgendwann, es war kein Geheimnis, dass ich nicht die beste Laune hatte, da wo ich war. Und dann kam es irgendwann zu dem Gespräch und waren uns sehr schnell einig. Und dann hieß es, ja, sobald dein Vertrag vorbei ist, kommen sie rüber. Okay. Also du hattest dann quasi Laufzeit, der ist ausgelaufen und dann hast du deinen Switch-Room. Genau. Okay. Und wie war es denn jetzt für dich? Ich meine, da bist du bis dato am längsten, oder? Bei Unicorns? Wenn man Rotronic dazu zählt, was man könnte, würde ich sagen, könnte es da sogar noch am längsten sein. Ist aber... Ja, es müssten nur ein paar Monate sein. Und wie ist es jetzt so, da drin zu sein? Also hast du so das Gefühl, du bist wirklich angekommen und das ist deine Station gerade? Absolut. Also wir können unfassbar professionell sein, wir können aber auch ein unfassbarer Haufen von alberner Leuten sein, um es mal nett auszudrücken. Einfach eine große Gruppe Freunde, mit der ich sehr gern zusammen bin, ja. Okay. Macht's das für dich einfacher, da? Also, ich sag mal so, du wirst dich ja wahrscheinlich für jedes Rennen doch mal gut vorbereiten. Also, macht's das einfacher oder ist das eher dann so nebensächlich? Ja, definitiv. Also, im Endeffekt, wenn man sich vorbereitet, dann funktioniert das auch mit einer weniger homogenen Truppe. Aber so macht es natürlich doppelt Spaß und ist doppelt einfach. Man hat natürlich seine ganzen Vorgaben und Sachen, die man testen muss und seine Pläne etc. pipapo. Aber wenn man dabei noch Spaß hat, ist das auch ein großer Pluspunkt. Wo du das jetzt sagst mit Vorbereitung, du bist ja jetzt schon World Cup gefahren, SRO, VEM, also du warst ja wirklich überall schon drin, du hast ja schon vor Ort Live-Events gehabt. Wie sieht denn so eure Vorbereitung aus? Nehmen wir mal ein SRO-Rennen oder ein VEM-Rennen als Beispiel. Wir haben das seit diesem Jahr so eingeführt, dass wir an dem Montag nach dem letzten Rennen einen Debrief vom Rennen machen, wo wir dann besprechen, was lief gut, was lief schlecht, was müssen wir besser machen, was darf auf gar keinen Fall mehr passieren und wie ist jetzt der Plan fürs nächste Rennen. Und fangen dann an, uns vorzubereiten. Schon mit den entsprechenden Einstellungen, mit Wetter, pipapo, wir rechnen alles durch, wie wahrscheinlich ist, dass es regnet, wie viel regnet es dann und so weiter. Dann fahren wir quasi die ganze Woche, bauen Setup zusammen und am Montag vor dem Rennen machen wir nochmal quasi das Gleiche, besprechen, wie ist der Stand der Vorbereitung, was muss noch alles gemacht werden, was wurde schon gemacht, auch wer noch was machen muss,
reicht ja nicht, wenn zwei Leute sich abrackern und gefühlt 30 Stunden da reinschwitzen in einer Woche und der andere sagt, ja moin, ich bin auch da, ich fange jetzt auch mal an. Dann hat der auch jetzt mal reinzuschwitzen und die anderen haben vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Und dann wird diese Woche dann meistens dafür genutzt, abends mit dem ganzen Team Rennsessions zu machen. Die finalen Änderungen am Setup, obwohl die meisten schon in der Woche davor fertig sind. Man probiert verschiedene Wetterwechsel aus, man fährt Sticks im Regen, Regenreifen im trockenen, abtrocknenden Bedingungen, nass werdende Bedingungen, alles drum und dran, berechnet alles durch, bereitet seine ganzen Excel-Sheets vor, wo dann die ganzen Wetterwechsel mit vorhergesagt werden. Und so ein Spaß, dann kommt man schon so auf seine 30 bis 50 Stunden. Okay. Was bedeutet denn, wenn jetzt jemand, wo du gesagt hast, der hat noch nichts gemacht, also habt ihr so strikte Vorgaben, was jeder erledigen muss in den zwei Wochen? Also quasi sowas wie ein Trainingsplan, wo jeder einen Haken dran machen muss, dass er das gemacht hat? Wir hatten das überlegt, machen es aktuell nicht. Hatten wir auch bislang noch nie so gemacht. Wir brauchen aktuell keine Vorgaben, denn sagen wir es so. Es gab immer wieder so die, ja, immer wieder die Situation, wo ein, zwei Leute sich halt rausgenommen haben, aus Gründen. So, wenn die, keine Ahnung, Abschluss haben, sich für ihr Abitur vorbereiten müssen, so alles fein. Ja. Wenn die Leute allerdings Zeit haben und die auch bezahlt werden, dann erwarten wir von denen auch, dass die Leistung und Vorbereitung bringen. So, vor allem Vorbereitung. Wenn die Leistung halt mal nicht stimmt, so, daran kann ganz an vielen Faktoren liegen. So, wichtig ist, dass man die halt dann wieder verbessert. Aber der Einsatz muss da sein. Und das machen wir nach Ermessen aktuell. Ich denke, das wird auch so bleiben. Aber strikte Vorgaben haben wir da nicht. Also wo du jetzt sagst, du hast so 30 bis 50 Stunden Vorbereitung, aber auf zwei Wochen gerechnet oder eine? Auf zwei Wochen. Okay. Wie du das ja vorhin schon so schön gesagt hast, das machst du aber noch neben deinem Job, ja? Also du hast noch einen regulären Job dazu. Genau. Das heißt, also du gehst 40 Stunden arbeiten, nehme ich an, oder Überstunden auch noch? Fragezeichen? Ja, 35 zum Glück. Okay, 35 Stunden arbeiten, das noch dazu, also das sind ja dann schon 55 Stunden, dann muss das ja auch noch gefahren werden. Du fährst fast jedes Wochenende? So Pi mal Daumen, ja, wenn nicht jedes zweite mindestens. Aber sagen wir 3 von 5 Wochenenden, so. Viel natürlich Zeit? Natürlich wird nicht für jedes so reingeschwitzt wie für VEM. Vorher war das ein Sonderfall, weil alle 2 Wochen Rennen war. Ich glaube, da hat auch jeder mitbekommen, wie wenig ich zwischendurch gestreamt habe, weil die Zeit einfach nicht da ist. Ja. Sonst bleibt mal ein bisschen mehr Zeit übrig, auch mal für RLFN-Rennen oder sonstigen Bars, in Anführungszeichen, was zu machen. Aber sonst, es bleibt nicht viel Zeit übrig. In wie vielen Ligen nehmt ihr denn jetzt als Auto, also ne, die Leute, in wie vielen Ligen nehmt ihr jetzt teil im Jahr? Im Jahr, um Gottes Willen. Also gut, dieses Jahr wird ein bisschen anders werden als die letzten Jahre, muss man dazu sagen. Die schon gesehen haben, heute kam ja die SAO-Ankündigung raus. Es gibt nur noch eine Serie, das ist die Endurance-Serie. Letztes Jahr hatten wir noch den Fall, dass wir die Sprint-Serie hatten, die Endurance-Serie hatten und die On-Site-Serie hatten. Davor fallen jetzt natürlich 2 Serien weg. Dazu machen wir Sachen wie VEM, Flexstream, falls es wiederkommt. Und verschiedene einzelne Events, falls LFM irgendwelche großen Events macht, falls Dizzy mal wieder Bock auf irgendein Event hat. Wer weiß, alles möglich. Hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon mal. Die ERL oder ERWC, war ja alles so Hand in Hand. Ja. Deutsche Serien kommen natürlich noch dazu, aber eine wirkliche Anzahl, ich kann sie dir nicht nennen. Was würdest du denn sagen, wir haben ja 52 Wochen im Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie viel Wochenenden fährst du Rennen? Einfach nur mal, so einfach schmeiß mal eine Zahl in den Ring. 35, 40? Puh. Und manchmal auch 2 Rennen am Wochenende oder 3? Wirklich, auch 3? Jetzt im Wochenende zum Beispiel haben wir ja Freitagabend haben wir Big Grid, dann das 24-Stunden-Nordschleife und am Abend fahre ich noch Sonntagabend United Sim Racer. Und 3 Rennen, darunter ein 24-Stunden-Rennen und währenddessen habe ich noch Bereitschaft auf der Arbeit. Also wow.
Bist du jetzt von euch, also von eurem Team gesehen, einer der aktivsten? Also oder fahren die anderen auch so viel? Die prinzipielle Vorbereitung fahren die anderen auch viel. Ja. Muss man natürlich unterscheiden. Bei den Fahrern auf dem ersten Auto, ich nenne es jetzt einfach mal erstes Auto, Tobi, ich, wir werden dafür bezahlt. Von uns wird erwartet, dass wir uns für die großen Rennen auch entsprechend groß vorbereiten. Ja, so, ja. Bei den Leuten, die nicht bezahlt werden aktuell, beziehungsweise nur während SAO bezahlt werden, bei denen erwartet man das halt für SAO. Aber sonst erwartet man nicht von denen, dass sie sich genauso knüppelhart da reinspitzen, wie wir das tun. Mhm. Daher, ich würde sagen, von der Vorbereitung her ist Kronewald, glaube ich, sogar noch eine Stufe härter als ich. Ein paar Stunden könnten das mehr sein, weil er immer trotzdem so das Quali fährt. Und meine akuten Quali-Schwäche, abgesehen vom Nürburgring. Und aber allgemeines Fahren würde ich sagen, bin ich vermutlich mit der aktivste aufgrund der Rolle mit dem Stream, dass man halt nebenbei noch liegen dafür fährt, dass man Pro Series fährt, wo ich meist der Einzige bei uns bin. Ja, und sowas noch dazu kommt. Du hast auch wirklich keine Langeweile, ne? Schwierig. Also, ich habe eigentlich allzu wenig Zeit. Also, hast du Zeit, so manchmal sacken zu lassen und so mal Revue passieren zu lassen? Oder bist du wirklich so komplett in diesem, ich sag mal, Hamsterrad drinne, dass du einfach brutalst nur am Fahren bist? Ich kann es relativ simpel beschreiben. Mein Leben besteht aus Arbeit, Sport und Simracing. Und halt schlafen so nebenbei, klar. Aber das war's so ziemlich. Und halt die Zeit, in der ich abschalte und mal alles mehr oder weniger sacken lasse, ist meistens die Zeit, in der ich beim Sport bin. Okay, okay. Bist du, also würdest du, wenn du jetzt mal dich dran erinnerst an deine Kindheit, würdest du sagen, du bist heute beim Fahren immer noch so happy wie früher? Nicht immer. Okay. Irgendwann kommt natürlich der Leistungsgedanke dazu, logischerweise. Mhm. Wenn man einen guten Tag hat oder ein gutes Rennen hat, whatever, ist man natürlich auf einem Hoch. Allerdings, wenn man sich wie bekloppt vorbereitet hat und dann es scheiße läuft, hat man auch mal ein paar Mal jetzt. Ja, war es auch nicht die beste Laune, sagen wir es so. Okay, wie lange hält das so an? Also setzt ihr euch dann auch hin und sprecht darüber, dass ihr euch das gegenseitig irgendwie abnehmt oder sagt ihr einfach so, ey, nach mir die Sinnflut mal alles aus und leck mir am Arsch? Kommt drauf an, wie schlimm es war. Mhm. Ich glaube, die letzten SAO-Rennen letztes Jahr, da war leck mich am Arsch, lass mich alle in Ruhe. Ich glaube, vor allem das Barcelona-Rennen, vor allem Onside, die Jungs waren unfassbar sauer, auch schon vor dem Rennen, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber sonst, es hält sich in Grenzen. Man macht ja immer das Debrief jetzt nach dem Rennen. Da wird sowas besprochen, die Gründe, warum, wie kann man es verbessern. Und im Endeffekt ist das ja das Ziel, dass wir es beim nächsten Mal besser machen. Ja. Wo du das gerade angesprochen hast, um kurz auszuholen, das war das, was bei Jansky in der Dokumentation angebracht wurde mit der BOP. Richtig, bei dem On-Site-Event? Ja, absolut. Okay. Das war ja schon in der Sprint-Serie schon die absolute Katastrophe fürs letzte Rennen. Man hatte einen super spannenden Meisterschaftskampf vorne mit vier Leuten, die die Meisterschaft hätten holen können. Mit mir, Dominik, Boofby und Stazenko war das, glaube ich, im Audi. Und im Endeffekt hat man zwei Leute damit komplett gekillt, indem das Auto einfach grottenschlecht war durch BOP. So, ja. Ich glaube, den Teil kann sich jeder in der Jansky-Doku angucken. Ich möchte den Schmerz eigentlich nicht nochmal durchleben. Nee, weil ich wollte auch nur einfach, dass die Leute, die, falls sie Bock haben, sich die Dokumentation angucken können. Und das ist auch die perfekte Überleitung. Wie ist es denn so, als, ich glaube, einziges ACC-Team eine Dokumentation zu haben? Über sich selber. Das ist ziemlich geil, würde ich sagen. Ich meine, die Aufnahme davon war ein bisschen komisch. Das ist doch eine sehr ungewohnte Situation. Aber das Endprodukt zu sehen, was wir übrigens zwischendurch auch fast gar nicht gesehen haben. Für uns war das auch eine Premiere, das zum ersten Mal voll zu sehen. Also der Einzige, der es sehen durfte, war René, weil er drüber gucken musste, ob alles passt. Das ist schon ein ziemlich geiles Gefühl gewesen. Hast du sie dir selber mittlerweile angeschaut? Ich war bei der Premiere dabei. Was heißt Premiere? Also habt ihr die alle zusammen? Jansky hat ja die Premiere auf YouTube gemacht, wo man wo man sich das nicht als VOD angucken konnte. Ja. Also schon, aber halt alle live. Da waren wir alle dabei. Mit Jansky zusammen auch.
Habt ihr alle in einem Raum gesessen? Oder? Ja, wir waren bei uns auf dem Community-Discord. Da hätte eigentlich auch jeder, glaube ich, dazukommen können. Ah, ich dachte im realen Leben quasi. Nee. Okay, das wär geil gewesen, oder? Ja, wir sind ein bisschen zu weit auseinander dafür, würde ich sagen. Für das, vor allem in der Woche. Schwierig. Ja, gut, stimmt auch wieder. Es gab ja zwei Teile, korrekt? Ja. 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 Wo du das gerade gesagt hast, ihr seid so weit, weit weg oder so weit voneinander entfernt. Wie oft seht ihr euch im Jahr? Ja, unterschiedlich. Manche sieht man gar nicht. Manche sieht man öfters im Jahr. Es kommt immer darauf an, was für Events waren. Natürlich mit den On-Site-Events haben wir uns auch häufiger gesehen. So vor allem halt die Leute, die halt zu jedem Rennen geflogen sind, die haben sich, wie gesagt, zu jedem Rennen getroffen. Alternativ sind wir jedes Jahr zusammen ins Spa beim 24-Stunden-Rennen, wo auch die letzten Jahre immer ein On-Site-Event war. Keine Ahnung, ob es dieses Jahr wieder so sein wird. Dort treffen sich alle, die Zeit haben, was leider auch nicht immer alle sind. Ansonsten sind wir öfters mal bei den Community Days von Rennwelten im Mendig dabei. Ja, Expo jetzt halt nicht mehr, aus Gründen. Manche Leute sieht man gar nicht, manche Leute sieht man 6-7 Mal im Jahr. Wow, das ist aber dann auch schon gar nicht so wenig. Das ist korrekt. Aber es ist ja schön. Ich denke, das schafft auch einen gewissen Zusammenhalt bei euch, oder? Absolut. Ich denke, vom Zusammenhalt sind wir doch eine sehr gestärkte Truppe. Mhm. Das macht ja auch immer so den Eindruck, wenn man euch sieht, beziehungsweise wenn mal irgendwo was gepostet wird. An der Stelle. Es ist ja nicht so, also mich haben da ja schon ein, zwei Bilder ab und an mal erreicht diesbezüglich. Was war denn so dein größter Fehltritt in deiner Simracing-Karriere? Fehltritt? Ja. Boy. Also wo du wirklich gesagt hast, so okay, jetzt trete ich alles kaputt. Oh, das habe ich gefühlt öfter gehabt. aber wo es wirklich einfach, weil ich sauer war auf mich selber, weil die Leistung nicht gestimmt habe. Aber wo ich sagen würde, ein richtiger Fehltritt. Schwierig. Ich kann mich jetzt an keinen so großen erinnern, dass der super raussticht. Klar, Fehler macht man öfters mal. Damit meine ich nicht, keine perfekten Rennen zu fahren, sondern halt wirklich Fehler. Aber wirklich, keine Ahnung, die Karre komplett zu versenken, irgendwas richtig scheiße zu bauen, das komplette Feld zu töten. Ich kann mich nicht dran erinnern, wo das in irgendwas Großem passiert ist, wo man es wirklich ernst genommen hat. Okay. Wahrscheinlich, Grüße an deinen Cutter, er wird jetzt irgendwas finden und einspielen. Nee. Nein. Das bleibt so jetzt hier, wie es ist. Hier wird nichts eingespielt, gar nichts. Nee. Also, wenn du. Nee, sowas macht er. Ja, was soll er das machen? Außerdem kennt er sich mit Simracing gar nicht so sehr aus. Ich meine, was soll er? Er könnte jetzt vielleicht VEM Bathurst abspielen, so, aber. Ich meine, wie du schon gesagt hast, man hat ja auch mal ein schlechtes Rennen. Und ja, es war kein unbedingt gutes Rennen, aber es war auch nicht ein Riesenfehltritt. Ah, ja. Ich habe deinen Schmerz gefühlt. Wenn ich deinen größten Fehltritt übrigens aufzählen darf, dann ist es das Verschlafen des 24-Stunden-Rennens am Morgen. Das war das erste Rennen, was wir zusammengefahren sind. Es war nicht das erste zum Glück. Doch, es war das erste, was wir zusammengefahren sind. Wir sind doch vorher schon mal Suzuka gefahren. Das Regenrennen meinst du, wo du den Regen nicht gefahren bist? Stimmt. Jetzt, da bin ich Regen gefahren, beim Start übrigens. Ach, hör auf. Das war kein Regen, Alter. In der Nacht ja, das war nicht der Monsun in der Nacht, ja. In der Nacht hat's geregnet, Niklas, aber bei dir hat's getröpfelt, okay? Hast du das überhaupt mitgekriegt? Oh, ich hab schön geschlafen, aber ich hab davon gehört. Das hast du wirklich nie, also auch nie in einem Video oder sonst irgendwas? Doch. Okay. Bagger, wir sind 60 gefahren. Mhm. Und ich entsinne mich noch, ich weiß gar nicht, wir haben dich nur über Dings mit angemeldet, über Race App damals. Die haben dann im Discord geschrieben, ja, es gibt ganz leichten Regen. Und auch nicht viel. Das war ein Rennen, Junge. Aber wo sind wir? Sind wir da nicht sogar auf dem Podium angekommen? Ja, ne? Ich weiß es gar nicht. Ja, ich glaub, es ist alles möglich. Wir waren ziemlich weit vorne. Das sind auch schöne Erinnerungen, ne? Ich habe echt viele schöne Sachen mit euch zusammen gemacht in den Jahren. Bin ich ehrlich. Schöne Rennen. Schöne Memes mit Lasse. Basti, der einfach sein dieses Kuh nicht angetreten hat.
Wahnsinn. Mit dir bin ich auch schon so viele Rennen gefahren. Ihr seid doch echt so ein Haufen, ihr seid sehr community-nah, muss man ja auch sagen. Ne? Ihr seid ja echt überall dabei. Wir sind an vielen Stellen dabei, ja. Manche mehr, manche weniger. Aber ich denke, wir sind doch relativ greifbar. Ja, das finde ich auch sehr schön. Also gerade auch, weil ihr relativ häufig zu solchen Sachen hier auch zusagt. Ne? Also es ist ja weniger, dass Leute oder ja, sagen wir mal E-Sportler so zu sehen sind oder so zu hören sind. Ja, das ist leider nicht die Norm. So eigentlich, finde ich, sollte es jeder sein. Das ist eigentlich etwas, was uns alle nach vorne bringen würde, wenn es jeder tun würde. Mir fehlen im E-Sports die Geschichten. Das habe ich schon mal, da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht. Es werden keine Geschichten erzählt. Die Leute bauen nichts um sich selber rum. Das hat Jansky jetzt gemacht mit der Doku. Und dadurch würde ich sagen, habt ihr auch sehr viele neue Fans bekommen, denke ich mal, weil so macht das ja die Menschen noch nahbar. Das fehlt so ein bisschen. Ja, also, ich habe schon von anderer Stelle gehört, es fehlen Persönlichkeiten. Weil Persönlichkeiten sind vermutlich da, aber sie werden nicht nach außen getragen. Ja, das auch. Also Interviews sind immer so, keiner will irgendwie zu Interviews gehen, wo ich mir immer denke, was soll das denn? Bei euch wahrscheinlich auch, oder? Ja, es kommt immer auf das Interview an, aber wenn man halt zum 25. Mal gefragt wird, wie war das Rennen und was hältst du von der Strecke nächste Woche? Ja, was willst du da sagen? So. Ich würde einfach komplett vom Thema ablenken und was anderes erzählen. Ja, da hast du echt gerade auch keinen Bock drauf, wenn du da gerade, keine Ahnung, 12-Stunden-Rennen zu zweit oder zu dritt hinter dir hast. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach, dann die Fragen zu stellen und dafür ein Feingefühl zu haben. Absolut. Hast du recht, ja. Da hast du recht. Aber man kann ja trotzdem immer so Sachen machen wie das hier und dann kann man das ja nochmal ein bisschen ausweiten. Und das würde ich jetzt auch gerne tun. Ich möchte dich jetzt eine sehr ernste Frage stellen, Niklas. Warum magst du Paul Ricard denn nicht? Es gibt sehr ätzende Track Limits. Die Strecke ist gefühlt ein Parkplatz, der einfach nur aufgezeichnet ist. Es gibt keine Höhenunterschiede gefühlt. Ich weiß nicht, ob es überhaupt welche gibt. Und es hat generell diesen Flair oder es bevorzugt diesen Fast, wie man unfassbar schnell in Kurven reinfährt oder reinpusht. Was ich absolut, nicht mag, keine Ahnung. Ich komme damit nicht klar. Das gefällt mir nicht. Aha, der letzte Punkt ist der wichtige, den kannte ich noch nie. Übrigens, Turn 1 und 2 geht's hoch und runter, also es gibt auch Höhe, mein Freund. Es ist vielleicht ein Hügelchen. Nee, es ist nicht mal ein Hügelchen, aber es ist Höhenunterschied da von circa 20 Zentimetern wahrscheinlich. Oh, geil. Ja. Aber kommen wir mal wieder zurück zum Ernst der Lage. Kannst du dich so erinnern für dich selber, was für dich dein größter Erfolg war, den du jetzt selber erreicht hast als E-Sportler? Oder vielleicht auch als kleinen Niklas? Also die komplette Periode, seitdem du fährst, so. Komplett? Okay. Da würde ich sagen, steht keiner der Erfolge großartig raus. Es ist ein Sammelsurium von guten Ergebnissen, die aber dieses ganze Große noch fehlt. Ich denke, das ganz Große ist relativ klar, was es ist. Für uns SRO. Ansonsten ERWC mit dem Team Platz 2 overall zu werden, würde ich sagen, ist vermutlich das größte Ergebnis, was wir so geholt haben und auch bei mir auch in diesem Sammelsurium dabei ist. Gegen Teams wie Redline, die natürlich das Ding gewonnen haben, unfassbar stark. Über alle Simulationen, aber vor Williams, vor BS, vor den ganzen unfassbar starken Teams, die wir natürlich nicht nur in ACC, sondern auch in iRacing FHQ 2 dann schlagen mussten. Und das macht uns halt umso stolzer, dass wir das in verschiedenen Simulationen geschafft haben. Mhm. Sonst die Siege in der SRO sind natürlich auch ganz oben dabei. Ja, weiß nicht, ob ich den 5. Platz in der Meisterschaft letztes Jahr dazu zählen möchte. Der Gewinn von der Lamborghini E-Sport-Serie war geil. Und sonst, ja. Ist ja nicht, so kleine Dinge. Aber halt das ganz Große fehlt noch.
Ja, aber man muss ja immer ein Ziel haben. Sonst hört man ja vielleicht irgendwann auf. Und so hast du halt immer was, wo ihr darauf hinarbeiten könnt. Absolut. Das ist doch schön. Aber du bist ja, man merkt ja schon, dass du doch ein paar Sachen schon mitgemacht hast. VEM dieses Jahr, Season 2, war ja auch Podium 2. War gut. Ja, wollte ich gerade sagen. Kann man auch mal aufzählen, weil das Leistungsniveau ist da schon gar nicht mal so gering, würde ich sagen. Das war schon ziemlich hohe Leistungsdichte, ja. Schön, dass du das nochmal mit aufgezählt hast. Danke, Niklas. Ich habe nämlich schon gedacht so, warum ist das nicht mit drin? Ich hab's vergessen. War nicht deine Saison? War schwierig. Okay. War schwierig reinzukommen. Ich habe ja den Umstieg von Auto 2 auf Auto 1 gemacht. Und ich will nicht sagen, dass der Druck höher ist, aber der Druck, den man sich selber macht, ist irgendwie höher. Man will es nicht verkacken. Bin dann im Endeffekt zu sicher gefahren, zu verkrampft. Ja, ist größtenteils eine Kopfsache. Und bin dann auch in den ersten beiden Rennen immer nur eins hingefahren, einfach weil ich zwei Maschinen neben mir hatte. Und irgendwann war es dann soweit, dass Suzuka, ja, übrigens, ihr fahrt zu zweit. Ja, kann man sich nicht verstecken, da muss man sich selber aus der Scheiße rausreiten. Und seitdem geht's auch einigermaßen. Aber ist doch schön, dass du das für dich selber erkannt hast so. Und ja, was dagegen machst, das ist doch spitze. Ja, größtenteils ist hier alles Kopfsache. Das Lustige war, im Training war ich genauso schnell wie die anderen beiden. Beziehungsweise Tobi Pfeffer war ab und zu mal komplett geisteskrank. Keine Ahnung, was mit dem abging. Der ist auf einmal am Renntag aufgestanden und war 2 Zehntel schneller. Keine Ahnung, was der manchmal frühstückt. Das war schon wild. Aber mit Tobi Grunewald war ich jedes Mal im Training auf dem gleichen Niveau. Aber im Rennen einfach nicht. Ja. Ich würde sagen, keine Ahnung, ob es eine Kopfsache, eine Frame-Sache, dass man sich nicht genug konzentriert, dass man sich zu sehr versteift. Ich kann es nicht sagen. Hm. Ja, man kann ja nur mutmaßen, aber ich denke schon, dass halt der Wechsel des Autos natürlich schon sehr viel auch mit da reinspielt. Du wirst ja wahrscheinlich gut Stress gehabt haben, vermutlich. Innerlich auch. Ja, gut, man war halt vorher, ich glaube, Nils hat es immer Team-Captain genannt. Derjenige, der in den Rennen am meisten gefahren ist, zum Beispiel bei 24-Stunden-Rennen Spa, glaube ich, 9 Stunden irgendwas gefahren, war immer am Maximum des Stint-Timers, auch immer am Maximum der Fahrerzeit, die erlaubt war, und bin jetzt, muss ich gucken, dass ich das nicht verkacke, so, dass ich nicht mit Abstand der Langsamste bin. Das ist eine andere Situation, muss man auch mit umgehen können. Ich habe es nicht unbedingt gut gekonnt in den ersten 2 Rennen, aber ich denke, es funktioniert langsam. Das Witzige ist ja, wenn du sagst, nicht der Langsamste bin, wir reden ja hier von komplett geistesgestörten Zeiten, die fast, also die 0,0 irgendwas Prozent der Fahrer in ACC fahren. Und bei dir, wir reden ja von 0,01 Zeiten, die du langsamer bist dann quasi. Oder ja, 0,1 langsamer bist, auf eine Dings gerechnet. Lass das mal ganz kurz sacken, damit bist du der langsamste Fahrer. Ja, ja gut, wir haben es meistens so, dass zwischen dem schnellsten und langsamsten auf dem Auto, egal ob Auto 1 oder Auto 2, nicht mehr als 2 Zehntel liegt. Im Normalfall auf Auto 1 ist es so, dass im Average über einen kompletten Stint von einer Stunde, ja, meistens Unterschied zwischen 0,01 oder 0,07. So, das ist so der Bereich, wo sich die Averages über einen Stint unterscheiden. So, mehr ist das nicht. Und alles, was über eine Zehntel pro Runde langsamer ist, sehen wir als nicht ideal an. Und dann bist du der langsamste Fahrer. Ja, nee, ist okay. Ja. Klar. Natürlich. Macht das was mit dir selber? Also jetzt über die Jahre, du bist ja so zum Spaß reingekommen. Jetzt ist ja alles ernst so. Macht das was mit dir, dass du das, ich sag mal, Hobby, bei dir ist es kein Hobby mehr, oder? Neben Job, neben Selbstständigkeit, ja. Ist so ein Mischding, ne? Ist so ein Mischding, ja. Also macht das was mit dir, dass du jetzt sagst so, boah, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr auf die Scheiße, ich würde lieber Mahjong spielen? Ich habe noch nie Mahjong gespielt, muss ich sagen. aber... Ich glaube, Antwort liegt das. Ja, geil, oder? Aber kurz, Entschuldigung, bevor du loslegst, ich kann dir Mahjong nur ans Herz legen, spitzen. Also wirklich ganz, ganz tolles Spiel.
Ich weiß nicht mehr, worum es geht, aber ich werde es mir angucken. Ja. Es macht was mit einem, ja. Dieser, ich habe jetzt absolut keinen Bock mehr Moment, der kommt meistens, wenn die SAO ihre Bob-Ankündigung macht. Ja, schwierig. Also das kompetitive Mindset ist schon länger da. Das ist vor allem in der Zeit, in der sehr viel FIFA gespielt haben, entstanden. Ich glaube, viele kennen FIFA, wo man seinen Controller durch die Gegend schmeißt. Das ist mir zum Glück nicht passiert. Ich hatte immer Sekundenkleber an den Händen. Stark. Aber gerade in dieser Zeit, finde ich, ist entstanden, dass dieses kompetitive Mindset halt extremer wurde und man auch wirklich schlechte Laune hatte, wenn man nicht gut gespielt hat. Mhm. Und dann, als man zum Simulation übergegangen ist, hat man es erst wieder zum Spaß gemacht natürlich. Und irgendwann hat man gemerkt, ja, da geht doch was und das war nicht ideal und hier geht's noch schneller und das geht noch besser. So, dann hat sich das immer weiter geschrieben und hat sich immer weiter verbessert. Ich glaube, wir sind inzwischen auf einem so hohen Level, das ist im Vergleich zu vor 3 Jahren absolut insane. Und jetzt regt man sich darüber auf, wenn man sich im ganzen Sinne verbremst hat. Und hat dann schon schlechte Laune. Warte mal kurz, so richtig hart verbremst oder zärtlich? Ein Wagenlenker am Apex vorbei reicht als verbremst. Ja, genau. Und das nervt einen dann schon? Manche mehr, manche weniger. Hast du das Gefühl, dass man sich vielleicht auf Dauer dann so richtig verrennt in irgendwas, dass man dann einfach gar nicht mehr genießen kann irgendwann? Weil das hört sich schon echt krass an. Also wenn du jetzt davon sprichst, dass du schlecht launig bist, weil du dich 2-mal verbremst, Ja, man kann sich verrennen. Man muss gucken, dass der Kopf natürlich klar bleibt irgendwie. Sonst, wenn man sich selbst in die Sache dann reinsteigert und sich selbst runtermacht, macht es die ganze Sache nicht besser. Ich glaube, das ist mir auch das eine oder andere Mal passiert in letzter Zeit. Ja, man muss aufpassen, dass es nicht die Überhand nimmt. Aber ihr fangt euch da, denke ich, gegenseitig auf, nehme ich an, oder? In der Regel, ja. Also man bekommt es ja nicht immer mit. Wenn sich jemand im Discord mutet und auch nicht streamt, dann sieht man ja seine Reaktion nicht unbedingt. Das ist manchmal nicht so leicht. Bei mir ist es natürlich einfacher. Man sieht's, man hört's, egal ob ich gemutet bin oder nicht. Daher, ich habe schon öfter aufs Ohr bekommen, reicht jetzt, obwohl ich eigentlich einer der ruhigeren bin, was das angeht. Aber dann ist es umso interessanter zu sehen, was das mit einem macht, wenn man ja competitive unterwegs ist, ne? Wenn man eigentlich ein ruhiger Mensch ist. So ja, man strebt nach Perfektion und man kann auch mal sauer werden, wenn man es nicht schafft. Ich kenne dich auch nur als ruhigen Mensch. Ich habe noch nie, also bis auf jetzt bei VEM, habe ich das noch nie mitgekriegt. Dass du so richtig, außer gut, Paul Ricard, habe ich nochmal so ein Rennen irgendwie im Hinterkopf, wo das mal passiert ist. Da lief auch gar nichts. Mhm. Ja. Aber es ist echt krass. Was ist denn so, was hast du eigentlich noch vor? So in deinem Leben jetzt? Du wirst ja auch irgendwie irgendwann mal älter so. Sagen wir einfach mal, du hast das SRO-Ding hast du abgeholt. Aber was hast du denn noch vor? So? Wo willst du noch hin? Oder willst du irgendwann Trainer werden? Oder bist du nachher so wie René beispielsweise Teammanager? Oder sagst du einfach irgendwann, okay, ich habe SRO gemacht, so komm, hau ab. Ich denke, die Aufgaben, was das angeht, werden sich wandeln irgendwann, natürlich. Ich glaube, das sieht man auch in allen anderen E-Sports-Bereichen, wenn man in diesem Bereich bleiben möchte. Man kann nicht bis 50 oder so performen. So, das geht nicht. Auch wenn Nils als bestes Beispiel ist, der ist auch in einem für uns hohen Alter immer noch unfassbar gut. Aber mit 50 sehe ich ihn da auch nicht mehr. So, aber echt nicht? Glaube ich nicht. Also man kann sehr viel mit Erfahrung wettmachen. Ich glaube, mit 50 ist dann schon schwierig. Er kann mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Ich glaube, das wird er auch tun. Aber ich denke, seine Zeit oder seine Aufgaben oder auch unsere Aufgaben, wenn wir in dem Bereich bleiben, werden sich wandeln, dass man mehr in diese Organisations-Coach-Rolle schlüpft irgendwann. Hm. Wenn man halt selber vielleicht auch irgendwann mal genug hat davon, dass man sich 10 Jahre am Stück den Arsch weggeschwitzt hat, um es mal blöd zu sagen. Aber es gibt halt trotzdem immer noch echt Fahrer, die sehr alt sind und immer noch sehr gut sind. Ne? Absolut. Also ich weiß nicht. Ich glaube, Erfahrung macht schon eine Menge wett. Absolut. Aber irgendwann ist das letzte Zehntel auch weg. Und wenn es dann so eng ist, dass du mit dem letzten Zehntel auf Platz 15 bist, dann ist das zwar immer noch gut. Aber wenn dann du mal einen schlechten Tag hast, sind es 200 Zehntel, bist du auf Platz 35 und irgendwann bist du ausgebrannt und hast keinen Bock mehr darauf. Ja, das stimmt schon. Hast schon recht. Deswegen fahre ich auch nur in Nesca. Da muss ich mich nicht so anstrengen. Habe ich gesehen eben. Ja. Gutes Finish übrigens.
Du, das war einfach spitzenmäßig. Also ich habe dem einen, habe ich versprochen, bis zum Ende, also bis in den Tod, und es ist bis in den Tod gegangen. Er hat gewonnen, ist mir egal, alles war super. Grüße an Cameron an der Stelle. Grüße gehen raus an Cameron. Verstehst du dann, so, also hast du in dem Moment gerade verstanden, was daran so geil ist? Es ist, glaube ich, für Menschen immer super schwer zu verstehen. Also sorry, wenn wir jetzt gerade abweichen, so, aber verstehst du die Faszination an Nesca? Ja und nein. Okay. Irgendwo ist es super entspannt, vor allem im Super Speedplay, wo du die ganze Zeit Vollgas gibst und die ganze Zeit Windschattenspiele machst. So, wenn du halt auch da nicht sagst, ich will auf Tod und Verderben gewinnen und will hier E-Sports-Profi werden. Ich glaube, das könnte nochmal ziemlich eklig werden. Aber wenn du es machst, um Spaß zu haben, kann das schon sehr lustig sein. Denkst du, dass das anstrengend ist? Ja. Okay. Weil ganz viele Leute denken immer, dass das überhaupt nicht anstrengend ist. Oh doch, ich bin bei, Daytona 500 gefahren, aber noch ein R-Faktor. Ja, ja. R-Faktor 2 damals. Es war ein Logitech-Lenkrad, aber ich war noch nie so verkrampft beim Vollgas geben und geradeaus fahren. Ich musste die ganze Zeit wirklich Millimeter gerade fahren, weil ein R-Faktor ist bumpdraft ein bisschen schwieriger als in iRacing. Ja. Wir sind wirklich, es haben auch nur zwei Leute geschafft, also ich und ein Kollege. Wir waren nachher auch drei Runden vor dem ganzen Feld. Oh, krass. Aber das, ich habe selten so viel geschwitzt. Das ist schon sehr, sehr interessant, ja. Kann man schon sagen. Aber wo du schwitzen sagst, du hast ja gesagt, du machst ja selber auch Sport. Ist das für dich momentan so ein sehr, sehr wichtiges Standbein beziehungsweise ein Ausgleich zu dem ganzen Stress, den du hast eigentlich beim Rennfahren? Nicht nur beim Rennfahren, also auch auf der Arbeit so. Also es gibt entspannte Tage, es gibt nicht so geile Tage, um es mal nett auszudrücken. Und ich glaube, ohne Sport wäre schon lange irgendwas im Kopf schief. Da war vor allem die Corona-Zeit eine ganz schwierige, wo Sport, vor allem Fitnessstudio und Vereinssport, ja, eigentlich kaum möglich war. War eine schwierige Zeit ohne Sport, sagen wir es einfach so. Okay, wo du Vereinssport gesagt hast, machst du sowas auch noch? Ja, ja, ich spiele Fußball. Oh. Früher natürlich mehr als heute. Bin an beiden Knien operiert, bin zwar ziemlich fit, muss ich sagen, aber kollisionstechnisch, Laufen ist jetzt nicht so meine Paradedisziplin und habe auch öfters mal Probleme mit den Knien, dass die mal anschwillen, dass die einfach wehtun, vor allem wenn ich nicht besonders viel laufe, wenn ich es einfach nicht gewohnt bin. Ja. Daher stehe ich aktuell im Tor. Hab mich einfach ins Tor gestellt, als wir gerade kein Torwart hatten und ich noch so halb zu gebrauchen war mit den Knien und nicht super viel laufen konnte und bin irgendwie da jetzt kleben geblieben, da wir immer noch keinen anderen Torwart haben und meine Knie immer noch kaputt sind. Ja gut, bist du jetzt halt Torwart. Torwart ist eh Beste. Der Torwart ist auf jeden Fall anders. Der Torwart ist Beste. Torwart ist und bleibt Beste, weil das ist der brutalste Spieler, den es gibt. Und der darf das auch. Ja, das war noch eigentlich super als total ruhiger Mensch, der gar nicht so viel sagt. Das ist eigentlich genau falsch. Das wollte ich gerade sagen. Also eigentlich müsstest du ja echt viel reden und schreien und navigieren. Also ja gut. Ich hätte gedacht, das machst du dann auch irgendwie da draußen dann. Nee, nicht mehr. Also eine Zeit lang, als ich auch noch im Feld gespielt habe und auch das wirklich ernst genommen habe, wo ich wirklich immer beim Training war, immer beim Spiel. Ja, war ein bisschen wilder, vor allem auf dem Platz. Daneben eigentlich mal ziemlich ruhig, eigentlich nie viel gemacht. Aber auf dem Platz war es schon mal ein bisschen wild. Ich sehe mich gerade selber in dir. Ich habe auf dem Platz auch echt jeden zusammengefaltet. Ich habe alles. Und dann bist du runter vom Platz und dann, jo, war totenstill. Schönen Abend. Ja, tschüss. Genau, tschüss, haut rein. Bis denn. Ja. Aber das hat sich auch gelegt. Ja. Also, dass du da jetzt auch ruhiger bist. Ja, ja, ich hab noch weniger Zeit als früher natürlich, wie du eben gehört hast. Ja. Ein paar Stunden verbringe ich vor dem Computer, mach dazu noch, gehe dazu ins Fitnessstudio, weil es einfach, ja, man kann sich die Zeit selber legen, wann man da hingeht. Ja. Fußballtraining ist immer schwierig, das musst du viele Leute zusammenkriegen, dementsprechend sind es feste Termine. Und an diesen Terminen sind immer entweder irgendwelche Rennen, irgendwelche Meetings, irgendwelches Training oder sonstiges Zeug. Und man hat auch nicht immer Bock, bei wie jetzt Nieselregen 5 Grad nach draußen zu gehen und sich da anderthalb Stunden zu verausgaben. Ja, ja. Daher, ja, eigentlich fast nur noch die Spiele. Ist ja aber auch witzig, dass du ohne Training zu den Spielen gehst. Ja, weil sie keinen anderen Torwart haben. Ach so.
Okay. Ihr spielt dann schon richtig Liga und so, ja? Also irgendwie Kreisliga. Ja. Ja gut, aber hey, Kreisliga ist Kreisliga. Ja, Kreisliga ist besonders. Also ich denke mal so in der, was ist das für eine Jugend? A-Jugend? Nee. Von den Herren ist das denn, ne? Ja. Bei uns gab's früher. Ja, 26 ist man auf jeden Fall Herren. Ja, ey, keine Ahnung, wie das. Bei mir war das früher so, wo hat denn das angefangen? F-Jugend, E und dann runter bis A und dann gab es noch Herren so. Und hätte ja sein können, dass das irgendwie ja mittlerweile anders ist. Keine Ahnung. Nö, ist noch genauso. Ja, okay. Lustiger Fun Fact, by the way, ich hab mit 21 oder 20 mein Debüt bei den alten Herren gegeben, bei der Ü50-Mannschaft. Ja, das war eigentlich nur, weil die keine Leute hatten, aber ja. Ich habe damals auch, ich bin von der E, glaube ich, runter in die C geschoben worden, wegen Torwart, weil die keinen hatten. Stark. Ja. Dann, ja, war richtig schön. Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Wir hatten früher noch nicht diese Alu-Tore. Kennst du noch diese Stahltore? Die so, die wirklich im Boden eingelassen waren. Da war auch nichts mit rausziehen und so. Da waren wir bei einer anderen Truppe auf dem Platz und die waren ganz schön stinkelig. Und da habe ich den einen einfach, ohne dass der Dings das gesehen hat, habe ich den einfach erstmal schön gegen Pfosten geschoben. Aber also, es war nett geschoben mit ein bisschen mehr, du weißt schon. Und der ist dann erstmal schön so bunk, dagegen. Hat sich beschwert darüber, aber dann wollte auch keiner mehr so in die Nähe kommen. Deswegen mochte ich Torwart immer, weil du kannst sowas einfach machen. Das nimmt dir halt keiner übel. Du hast halt deinen 5-Meter-Raum so, das ist dein Ding, da machst du, was du willst und da hat jeder zu spuren. Wie gesagt, Torwart ist besonders. Ja, das macht schon Spaß, ja. Auf jeden Fall. Also, da bin ich ganz großer Fan von. Aber eine Sache möchte ich noch fragen, Niklas. Obwohl, nicht eine, es sind drei Sachen noch. Was bist du jetzt gerade aktuell am Fahren, am Simbrick, hardware-technisch? Jetzt aktuell hardware-technisch. Ein Cube Controls Formula Pro. Also nicht die neue Version. Nicht die Version, wo es F Pro und F Core gab, sondern wirklich noch den Vorgänger davon. Ja. Simbrick Cube 2 Pro, die klassische Base. Active Pedal und passives Gaspedal von Simulcube. Findest du persönlich, dass Hardware dich schneller gemacht hat? Von Logitech zu Fanatec, ja. Vielleicht noch von CSL zu DD, vielleicht auch noch, ja. Dann hat es bei der Base aber auf jeden Fall aufgehört. Und Lenkrad. Bei den Pedalen würde ich sagen, auch von Fanatec zu Heusingfeld damals der Wechsel, hat mich etwas schneller gemacht. Aber danach, Active Pedal macht einen nicht schneller. Das gibt viel Feeling und man kann viel anpassen. So, aber es macht einen nicht schneller. Ansonsten der größte Impact ist Konstanz und dass man alles besser mitbekommt und deswegen besser reagieren kann. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt erwarten kann, ey, ich bin gerade auf einer, keine Ahnung, Fanatec DD Plus oder keine Ahnung, CSL DD oder wie die Dinger heißen und kauf mir jetzt eine Simulcube und bin eine Sekunde schneller. Das kannst du nicht erwarten. Du bist auch mit dem Logitech, kommst du bis auf ein paar Zehntel daran. So, der große Unterschied ist zwar dann Konstanz, aber viel gibt sich das nicht. Dann habe ich jetzt eine essentielle und wichtige Frage. Wie viel Pedalen hast du schon zertreten? Pedale selber nicht ein einziges, aber ungefähr ja so 5, 6 oder 7 Pakete Schrauben, die man in die Load selber Häusingfeld reinschraubt. Oh. Musste die ja alle paar Wochen tauschen, weil sonst die Schraube abgerissen ist und dann in der Loadcell steckte. Und mich dann mit ganz viel Mühe und Frickeligkeit aus dieser Loadcell wieder rausdrehen musste. Ich habe sie dann alle paar Wochen getauscht, vorsorglich. Die kam auch immer krumm raus. Ja. Bist du Sprint gefahren oder Ulti? Sprint. Sprint, ja? Okay. Die Sprint habe ich auch schon einmal komplett durchmarschiert, ja. Krass. Würdest du sagen, dass du schon ein sehr strammer Bremser bist? Es geht. Ich glaube, immer unterschiedlich, wie hoch man aufs Bremspedal tritt, ist doch mal eine ganz andere Frage. Grüße an Tobi Pfeffer an der Stelle.
wie der bremst, das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Der legt wirklich den unteren Teil des Fußes, legt er ganz oben auf die Kante. Ja. Der Mittelfuß ist schon oben auf der Pedalplatte drauf. Mhm. Natürlich, bei so einem langen Hebel und dann noch mit Schuhen ist das was anderes, als wenn man mit Barfuß und relativ weit unten im Pedal tritt, klar. Aber sonst, ich würde sagen, nicht weich, relativ wenig Weg, aber auch nicht, dass ich sagen muss, ich muss da all meine Kraft aufbringen. Ja, okay. Also du machst ja so, denke ich mal, Beintraining bei der Fitness. Naja. Nehme ich an. Absolut. Ich bin jetzt kein Disco-Pumper. Ich bin eher mehr Richtung Beine veranlagt, würde ich sagen. Okay. Also da hast du keine Spaghetti-Beinchen? Nein. Wenn du jetzt mal so an dein Rig guckst, was ist da dein schönstes Stück Hardware, wo du sagst, ja, das möchte ich nicht mehr missen? Das möchte ich nicht mehr missen. Ja, vermutlich tatsächlich das Active Pelle, auch wenn es, muss ich sagen, keine 2.500 Euro wert ist. Aber einfach schon aus dem Grund, weil ich keine Probleme damit habe. Ich schließe das Ding an und ich trete da rein und da passiert nichts und muss nicht jede Woche eine Schraube wechseln oder mich darum kümmern, dass diese blöde Schraube wieder aus der Lautsäule rausgedreht wird. Mhm. Das macht das Leben einfach unfassbar viel einfacher. Ansonsten, der Monitor ist unfassbar geil. Ist das 50 Zoll oder 40? 49. 49, ja, okay. Aber es gibt ja noch eine Nummer größer mittlerweile davon. Ja, die habe ich noch nicht. Noch nicht? Habe ich... Ach so, okay. Einfach mal Pro Series gewinnen, habe ich gehört. Dann gewinnt man den. Echt jetzt, ja? Ja, die letzten paar Male war es so. Ich weiß nicht, ob es dieses Mal auch so ist. Ich glaube, die Preise werden immer 2-3 Wochen erst nachher angekündigt. Ah ja, okay. Oh ja. Ey, cool. Ja, Pro Series ist ja auch, also LFM hat sich echt gemausert, muss man sagen. Ne? Was man alles mittlerweile gewinnen kann, ist echt krass. Ja, auch da ist LFM unfassbar explodiert. Dann auch. Auch wenn es jetzt Partner von mir sind, Case King hat auch einen riesen Anteil daran, muss man sagen. Ja. Die sponsern einen großen Teil der Preise. Das stimmt. Sind in jeder großen Serie aktuell vertreten, haben viele Streamer bei sich unter Vertrag oder unter den Fittichen, wie man es nennen möchte, und natürlich auch ihr eigenes Team. So, die bringen das Ding halt echt nach vorne. Denen haben wir, glaube ich, ziemlich viel zu verdanken. Ja, mittlerweile auf jeden Fall. Also, das kann man nicht bestreiten. Das ist ein wahrer Genuss und Segen für Simracing. Absolut. Und liebe Grüße nochmal an Henry, falls du siehst. Bester Mann. Henry ist auf jeden Fall bester Mann, ja. Sag ich, wie es ist. Ich wünsche mir, dass ich Henry irgendwann nochmal persönlich treffen kann. Henry ist bester Mann. Der pumpt richtig. Also, der macht, gibt ordentlich Gas im Simracing, ja. Aber ihr habt ja auch von, mir fällt sein Name nicht ein, von Mercedes. Der ist auch so ein ganz netter Mensch. Ich komme nicht auf seinen Namen. Sehr, also ist groß und dünn. Ist, glaube ich, euer Ansprechpartner. Groß und dünn, Alex Bältler? Ja, das kann sein. Super freundlicher Typ, hat immer ein total nettes Lächeln auf dem... Das hört sich nach Alex an. Ja, das ist auch so ein Typ, der finde ich auch, dass der einen sehr, sehr guten Eindruck macht und dadurch, dass er halt bei euch auch so weit nach vorne bringt, das finde ich auch sehr lobenswert. Den habe ich auch mal so beiläufig im Nebendran stehen kennengelernt. Ganz, ganz netter Typ. Absolut. Ja. Ist zwar nicht unser Hauptansprechpartner, aber einer der zwei. Mhm. Ja. Das ist auch ein Spitzentyp. Den anderen habe ich jetzt noch nicht kennengelernt, ja. Es hat sich generell so viel getan die letzten Jahre, da können wir auch noch eine ganze Podcast-Folge voll machen, wo es nicht nur um dich geht, wo wir einfach darüber philosophieren, was die letzten 4 Jahre passiert ist. So. Mhm. Eine Menge. Unfassbare Menge. Ja, es ist einfach so, so viel, was passiert. Also überleg mal nur, lass mal für dich sacken, für mich ist das ja eher irrelevant, was es mittlerweile an Preisgeldern zu gewinnen gibt. Mhm. In wie vielen Serien auch? Ja, das ist irgendwie komisch. Man ist vor ein paar Jahren noch gefahren und war, oh ey, geil, ich habe jetzt richtig hart gewonnen, ich habe 50 Euro Gutschein. Richtig krass. Ich habe Geld verdient mit Simracing. Ja. Und 50 Euro ist jetzt eigentlich
ich will nicht sagen nichts mehr, aber es ist nicht mehr zu vergleichen. Naja, was heißt nichts mehr? Du kannst halt, selbst bei VEM hast du ja die Möglichkeit gehabt, bis zum Ende deine Startgebühr wiederzukriegen, ne? Wenn du mitgefahren bist und gut abgeschlossen hast. Und das waren schon 100 Euro, überleg mal. Ja, immer noch ein Peanuts im Vergleich zu SAO. Aber Startgebühr? Ja. Was bezahlt man so als Startgebühr bei der SAO? Ein Endo-Auto kostet 1.500. Und ein On-Site-Auto hat letztes Jahr, glaube ich, 2.500 gekostet oder 2.000. Sowas um den Dreh. Eins. Und wir haben ja immer mehrere. Und in der Pro-Kategorie, muss man so sagen, bei Endo. Und dann läuft das so, wie das läuft? Und dann sind die Driving-Standards so, wie sie sind dort? Alle sind unfassbar angepisst irgendwie. Weil es läuft, wie es läuft. Die Driving-Standards, da kann die Serie, glaube ich, relativ wenig für. Warte mal ganz kurz. Relativ. Wollen wir mal kurz VEM nach vorne ziehen, dann sind die Driving Standards da, glaube ich, schon sehr hoch und gut. Bis auf vereinzelt mal ein paar Sachen. Würde ich jetzt mal behaupten. Also da hast du definitiv nicht so einen Much gesehen wie, ich weiß nicht, ob die Barcelona gerade was sagt, so. Wenn du die Kurve runterfährst, wo es so richtig schön gekracht hat, das eine Barcelona-Rennen in der SRO. Das war, glaube ich, sogar das, wo sie den Mercedes so runtergebobbt haben. Das war doch eine, das war doch eine absolute Katastrophe. Sowas. Ja, das sind sich Leute auch immer noch uneinig, ob das Absicht war oder nicht von demjenigen. Ich glaube, derjenige, er spricht kein Deutsch, aber kann sich gerne angesprochen fühlen. Sein Teamkollege hat dadurch die Meisterschaft gewonnen. Aber ja, Ausnahmen gab es da definitiv. Dennoch fand ich die Driving Standards, zumindest wo wir rumgefahren sind, nicht viel schlechter. Also wenn man sich so die Dinge anguckt, die Zusammenschnitte, einfach, also das die gerade die Sprintrennen, das ist ja anders wild. Ja gut, Sprint ist was anderes, kannst du nicht mit Endurance vergleichen. Ja. Also, so sehr man behaupten kann, dass die Leute ihre Gehirnzellen nicht anstrengen beim Endurance-Rennen, dass die sicher gehen sollen, im Vergleich zu den Sprintrennen ist das sicher. Gut, da hast du auch wieder recht, das können wir nun, das können wir wahrlich nicht miteinander vergleichen, da hast du recht. Das stimmt. Und ich denke auch, die Driving-Standards-Geschichten der SAO kommen meistens aus den Sprintrennen. Also da hast du schon recht, da muss ich dir beipflichten und sagen, ja, das ist dann schon ein Unterschied. Ich denke, ich weiß nicht genau, wie es in der Pro-Series aussieht jetzt bei LFM, wie da die Driving-Standards sind. Aber trotzdem so 1.500 Scheine, Junge, für ein Auto. Ich meine, das mit den ganzen Serverproblemen, ich hoffe, das haben die jetzt mittlerweile in den Griff gekriegt. Ich hoffe. Das war ja auch immer so ein Thema, weil Bagger, what? Ja, ich bin auch persönlich, und da sind viele auf meiner Seite immer auch dafür, dass Simke das nicht mehr macht. Aus Gründen. Wir haben da so eine tolle Seite, wo wir aus Erfahrung wissen, dass da alles wunderbar funktioniert. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Meinst du etwa lowfuelmotorsports.com? Oh. Ah, ich weiß nicht, wie du meinst. Ich bin mit niemandem, also das Schöne ist ja, ich habe ja mit niemandem was zu tun. Ich kann ja mit der Bazooka auf den Spatz schießen. Ja, bei uns steht das im Code of Conduct drin, dass wir das nicht schlecht reden dürfen, aber die Serie ist noch nicht losgegangen. Hä, du hast doch gerade gar nichts gesagt. Ich habe dir doch nur die Worte in den Mund gelegt, also Entschuldigung. Ja. Aber man kann ruhig einfach mal sagen, dass das wunderschöne Regelwerk, also ich erinnere mich noch zum World Cup damals auf Kialami, als ich so 3-4 Autos nicht über die Start-Ziellinie fahren wollte, weil es so eine bescheuerte Regel gab für das nächste Rennen, das war 24 Stunden Nürburgring. Das war so peinlich für E-Sports, ne? Kannst du dich daran noch erinnern? Mich sehr gut daran erinnern, ja. Das war so peinlich. Das war das Peinlichste, das musst du mir überlegen, das ist der World Cup von der SRO, das ist mega peinlich. Ja, das war Simgrid, da hatte SRO nichts mit zu tun. Oh stimmt, Simgrid. Aber es war ja der World Cup trotzdem. Ja gut, der Name war natürlich, ne, wie man es nennen möchte, aber es war tatsächlich eine hohe Serie, kann man dazu sagen. Ja, und das war mega peinlich, ey. Und ich verstehe auch nicht, was das denn mehr soll. Das ist halt, weißt du, ich glaube immer, das Problem ist, dass keiner zu dir kommen kann und dir richtig eine wischen kann.
Weil im Real Life, wenn dir einer richtig, also ich habe letztens gerade beim NASCAR, ist ein schöner Unfall passiert, da hat einer seine komplette Frontschürze dem anderen vors Auto geworfen. Aber auf die Dings drauf, die Frontscheibe. Und ich glaube, dadurch, dass es solche Konsequenzen nicht gibt, benimmt sich nicht jeder vernünftig. Ich finde es manchmal echt sehr respektlos. Auf der Strecke, ich weiß nicht, wie es abseits der Strecke ist, aber ich finde es echt respektlos manchmal. Absolut. Aber ich kann ja sagen, dass mit den Konsequenzen, dass man sich nicht sieht, dass man es deswegen nicht tut, also da diese Pro-Rennen genauso Katastrophe liefen und sich da die Leute gegenüber saßen und sich danach hätten theoretisch eine mitwischen können, lief halt immer noch ziemlich Katastrophe. Oh, stimmt. Onside war das ja auch. Und ich glaube, es wurde nicht gewischt, auch wenn das ein paar Mal kurz davor war. Onside, ja, okay. Ich meine, Gewalt ist keine Lösung, davon mal abgesehen, so, ne? Aber dass man halt, was heißt Konsequenz? Aber für mich ist immer, weißt du, ich denke mir halt immer, warum soll ich da reingehen? So, das ist doch völlig, also das wisst ihr ja noch viel besser, das ist doch überhaupt nicht intelligent. So, das ist so ein Do-or-Die-Move. Das ist doch bescheuert. Und gerade bei so Fahrern wie euch so, denkt man sich immer, ich meine, das, was jetzt beispielsweise Tobias passiert ist bei Bathurst, dass er durch einen Netcode, ich glaube, Dennis war das, Schöniger, geschoben hat. So, ey, da müssen wir nicht drüber reden. Ne? Das ist halt so ein bisschen Handgemenge. Aber so manche Sachen, die du da siehst, da denkst du dir so, ey, wem willst du denn erzählen, dass du 6000 Stunden so gefahren bist? Was soll das? Ja, es gibt immer ganz spezielle Leute, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die es manchmal lustig finden, ob die manchmal sagen, hier komme ich, jetzt hast du zur Seite zu springen. Ich kann es dir nicht sagen. Ja. Ich hoffe, dass wir nicht auf der Stelle, nicht zu dieser Sorte Menschen gehören oder Sorte Fahrer, aber ich denke mal nicht. Von meiner Seite aus jetzt meinst du, oder wie? Ja, aber generell, wir so, auch so angesehen werden, dass wir halt überall wie bekloppt reinsenden. So, ich denke, das machen wir noch verhältnismäßig gut und denken drüber nach, was wir tun. Und wenn nicht, wird das auch, nennen wir es nett, besprochen, dass es nicht mehr so sein soll, weil das einfach dumm ist. Disziplinarverfahren? Ja, also uns haben Strafen in VEM gut das Genick gebrochen. Und das, obwohl wir gar nicht so viel Scheiße gemacht haben. Ja. So, aber auch das kann einen einfach zurückwerfen. Und ich denke, da denken wir doch relativ viel nach. Bei manchen denke ich mir manchmal, denkt ihr überhaupt noch nach? Ja, das kann ich so unterschreiben. Aber ich habe mittlerweile Verständnis dafür irgendwie, weil es geht um Geld. Ja gut, im Endeffekt, ja. Und dann ist der Kopf halt irgendwann mal aus. Ja gut, entweder du riskierst es und es geht schief und du gewinnst nichts. Wenn du nichts riskierst und du kommst nicht nach vorne, gewinnst du auch nichts, ja, dann kannst du auch riskieren. Ja eben, es ist so ein Do-or-Die-Ding. Spannende Denkweise, kannst du auch nur im Internet bringen. Aber, ja, aber so ist es halt, ne? So ist das halt. So eine Folge, Niklas, müssen wir einfach nochmal wirklich unabhängig machen von ich interview dich, sondern dass man einfach mal, glaube ich, über sowas auch mal spricht. Das wäre, glaube ich, auch sehr schön, weil ich gucke nämlich gerade rüber und wir sind schon fast bei anderthalb Stunden und vielleicht sollten wir du und als auch ich noch ins Bett gehen, weil unsere Tage sehr lang gewesen sind. Und dabei ist die Folge gar nicht so deep geworden wie vorgestern. Mensch. Ich habe es heute extra so ein bisschen davon weggemacht, weil das letzte... Also wir hatten, ich muss wirklich sagen, die letzte Folge war sehr, hatte sehr viel Tiefgang auch. Und wir heben uns das einfach für die nächste Folge auf. Ich bin gespannt. Wir heben uns das einfach für die nächste Folge auf, weil... ich gehe ganz stark davon aus und eventuell gibt es ja auch den einen oder anderen da draußen, der das in die YouTube-Kommentare schreibt und möchte, dass Niklas nochmal zurückkommt und wir einfach generell mal so über Racing sprechen. Nicht aus der Sicht eines Pros, sondern einfach, dass zwei Leute sich hinsetzen, die sehr viele Stunden mit diesem Hobby verbringen. Und ich sehe Niklas da eigentlich auch, weil
Niklas muss nämlich lernen, sich öffentlich darzustellen, weil es muss langsam mal losgehen, dass Menschen endlich Figuren werden und auch mal zu einem Interview gehen. Und das, wir müssen die Leute trainieren. Wir laden jetzt hier nur, wir laden E-Sports-Fahrer ein und wir trainieren die für dieses Public-Zeug und die müssen im Podcast kommen. Ist eine gute Idee eigentlich, oder? Ja, Social Media Training war anders. Ja, ich würde das echt geil finden. Ja. Hallo. Schönen guten Tag, Herr Huben. Es freut mich sehr, dass Sie heute hier im Interview sind. Wie hat Ihnen denn heute dieses Interview gefallen? Ja, es war sehr abwechslungsreich, es war was ganz anderes. Normalerweise spricht man über das letzte Rennen, was nicht gut, was nicht schlecht, bekommt irgendwelche Fragen über ein tolles Überholmanöver, was man doch gar nicht getan hat, sondern der Teamkollege. Aber okay. Es war mal erfrischend anders. Schön, das freut mich. Niklas, währenddessen ich jetzt hier gleich das Ganze beende. Ich würde dir gerne einräumen, nicht so wie das letzte Mal, sondern diesmal ein bisschen früher. Ich würde dir gerne einräumen, die letzten Worte zu wählen. Du darfst alles bewerben, was du möchtest. Also, na gut, sagen wir mal so. Jetzt gewisse Parteien, Politik und so, du weißt Bescheid, ne? Muss ich glaube ich nicht sagen. Ja, lass Politik einfach rauslassen. Ja, ich muss das einfach nur nochmal zur Sicherheit sagen. Aber du hast gleich die Möglichkeit, alles zu erzählen, alles zu bewerben, was du möchtest. Und kleiner Hinweis für dich, weil wir sind ja hier sozusagen im Training für dein Auftreten in der Öffentlichkeit. Vergiss bitte nicht, deine sozialen Medien zu bewerben und dass Menschen dir folgen sollen. Und auch Twitch Prime ist die mehrkostenfreie Möglichkeit, bei Niklas Huben reinzusammeln bei Twitch. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie sich das hier angeguckt haben. Ich hoffe, dieses Gespräch hat euch gefallen. Lasst uns doch gerne mal in den Kommentaren wissen oder lasst uns mal wissen, was ihr euch so vorstellt, ob wir das gerne noch mit anderen Fahrern machen sollen. Und ob wir das vielleicht mit Niklas nochmal machen sollen, unabhängig von so ein Interview und einfach nur ein Gespräch führen. Und dann hämmert ihr noch eine Runde auf den Daumen hoch oder runter, je nachdem, wie es euch gefällt. Denn für mich ist das nämlich super interessant zu sehen, ob euch das schmeckt oder nicht. Und dann sag ich jetzt hier an dieser Stelle, ciao Kakao, schön, dass ihr da wart. Niklas, the stage is yours. Ja, ähnlich schon wie vor 2 Tagen. Ich grüße meine Mama, meinen Papa und ja, auch mal wieder zurück zum Ernst. Bedanken kann ich mich eigentlich gefühlt jedem auf dem Weg. Danke an meine Teamkollegen, danke an meine ehemaligen Teamkollegen. Danke, die irgendwie ja, uns, mich und mein Team und uns alle geformt haben auf diesem Weg. Es kommen spannende Zeiten auf uns zu. Wir haben so 1-2 Sachen in der Pipeline. Ich würde sagen, macht euch darauf gefasst und ich denke, ihr werdet früh genug noch von uns hören, was das angeht. Ansonsten, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr so bei mir auf meinem Twitch-Kanal vorbeikommt, als auch auf Instagram etc. Alles, was ihr da so findet. Discord-Server zur Not auch noch. Ist zwar nicht mehr der aktivste, aber ist immer noch vorhanden und könnt mich da gerne antreffen, könnt Fragen stellen, dass jemand keine Antwort kriegt, ist schon selten. Ansonsten, ich bedanke mich bei dir. Danke für die Einladung. Und aufs nächste Social Media Training. Aufs nächste Social Media Training. Niklas, ich an der Stelle mache jetzt Tschüss. Ciao, Kakao. Bis dann.